Moin zusammen, hier ist mal wieder euer kleiner Streamkeks. Ja, gestern war es ein bisschen hektisch auf der Arbeit. No, da ging gar nichts. Da bin ich erst ziemlich spät wieder zu Hause gewesen. Von daher heute mal wieder ein bisschen österreichische Dame, die ja ihren neuen Content präsentieren möchte. Vor allen Dingen aber. Ja, ich weiß nicht, ne? Sich selber in den Vordergrund spielen. Ne? Also es wird immer utopischer mit ihr, muss man ganz einfach mal so sagen. Ne? Es geht immer weiter bergab, könnte man auch sagen. Aber schauen wir uns doch mal diesen neuen Content an, ne? Den sie ja bereits mit dem jungen Mann, mit den Narben, ja, das erste Mal gespielt hat. Ne? Es sind ja Spiele, die diese Herren hier und Damen auf TikTok machen. Aber schauen wir doch mal, wie das Ganze tatsächlich dann aussieht, wenn eine junge Frau sich mehr oder weniger zum Löffel macht. Ne? Schauen wir doch mal. Danke, Gabriela, Camping, Kylie, Flor, Harry. Leute, bei Mal zwei Gas geben. Jetzt! Hilfe! Oh, das ist mehr, nur ist mehr schon, dann habe ich gerade Vielen Dank, Gabriela. Also, wenn mir jemand erklären kann, ne, warum man hier 5 Minuten in die Hände klatscht, ohne Sinn und ohne Verstand, wäre das super. Ne? Also ich habe das hier echt nicht begriffen, was das soll. Ne? Ihr restlicher Stream war auch absolut überirdisch, kann man so sagen. Sie hat ja ihren lieben, netten Camping-Dude ja mehr als beleidigt. Aber dieser Mensch feuert da trotzdem noch Geld rein. Ne? Hier sind es mittlerweile schon 11.000 Euro. Für allein diesen Monat, ne, was er dort schon bei TikTok gelassen hat. Man kann es einfach nicht verstehen. Ne? Also zumindest ich kann es nicht verstehen. Aber das ist eine Co-Abhängigkeit zwischen den beiden, die wohl auch nicht enden wird. Ne? Weil sie kann ihn ja auch als sonst was titulieren. Er feuert ja trotzdem Geld rein. Ne? Und ja, ihm stört das auch irgendwie nicht. Aber schauen wir mal weiter. Harry, wo bist du? Alles mal Zeit. Genau, ne? Harry ist auch wieder dabei. Harry ist wieder am Start. Ne? Obwohl sie ihn damals mit den Spenden eigentlich ja, betrogen hat. Aber er ist wieder am Start und feuert hier auch wieder kräftig hinein. Ne? Zumindest hofft sie das. Er selber spendet aber nichts. Hey, danke schön! Er hat 80.000 bekommen. Gabriela, danke schön. Ja, richtig, ne? Die beiden, die ohne oder ne, mit Bild da nur drin sind, haben tatsächlich 80.000 bekommen. Ja, aber das ist auch eine ganz andere Liga, mit der Sie sich gar nicht vergleichen können, Frau Birella. Ne? Es ist ganz einfach so, dass manche Leute herausgefunden haben, welchen Content sie hier auf dieser Plattform machen können und welchen nicht. Aber sie haben keinen eigenen Content. Ne? Sie machen einfach das, was irgendwelche fremden Leute ihnen sagen. Ne, wenn die ihnen sagen, pass mal auf, wir spielen jetzt eine Runde, anschließend trinkst du dann 3 Eier, dann spielen sie diese Runde und trinken die 3 Eier und geben dann dumme Sprüche von sich. Ne, und genau so läuft es auch hier bei diesen 2 Herren ab, ne, die halt nur mit Maske drin sind. Wenn du kannst, lade jetzt große Löwe. Dankeschön, Camping. Harry? Oh no. Nee, da ist nichts mit Harry und da ist auch nichts mit Camping, weil beide wissen, dass sie gegen diese 2 Herren nicht ankommen.
Ne? Ich verstehe dieses TikTok-Gespiele hier nicht. Ne, es gab gestern übrigens eine schöne Reportage, ne, das geht jetzt mal an Camping-Dude, von wegen Spielsucht. Ne? Ich vermute, ganz simpel und einfach, ne, sowohl Harry wie auch Camping sind so ein bisschen, ja, spielsüchtig. Ne, so. Oder aber auch, weiß ich nicht. Ne? Auf jeden Fall geben sie das Letzte für diese Frau. Sehr, sehr seltsam. A? Pa New York. Nemojte mene, molim vas, des, znači, tri čučnjeva prihvati. Tri! Pa prvi da čučem neću ustati. Jasno. Ivane. Große. Molim. Evo, Genau, evo. und jetzt wird hier erstmal, ne, ein bisschen ja, Sport betrieben. Evo, idem. Evo, majko, dok još napravi 15 komada. Ivane, ti se majke. Ne blokiraju opet da kažu da sam bio previše seksi. Ni, ne skiraj se. Zajtli, zajtli. Moraš sa strane. Ne, ja sam Ivane jednog na bac u ulju. Koliko si rekao, tri komada? Ne, ne, traj si. Dva, tri, četiri, pet, šest, Und das hier nennt sich dann Content. Okay, ne? Dann gucken wir noch mal in den letzten Stream rein. Ne, hier hat sie auch wieder mal toll gematchet. Erklärung, ich habe keine Ahnung, gay. Ich bin weg, viel Spaß euch, Ade. Bruder, gute Nacht, Murat. Ade. Danke fürs Erklärung, Murat. Jetzt sind beide groß. Danke an Murat, du bist der Mann. Bei dir ab, Mann. Wie ein Mann, wenn du hast, Bruder. Birella, ich bin wieder da. Dein bester Freund. Seit Und. wann? Ha? Seit wann bist du meine beste Freundin? TikTok-bester Freund, TikTok-bester Freund. Dankeschön, danke. Bist du dein TikTok-bester Freund oder wer ist mit dir geblieben? Sei ehrlich. Alle haben dich weggeschmissen, außer mich. Wie meinst du weggeschmissen? Keiner geht mit mir live. Na, das stimmt nicht. Oh doch, Frau Birella, ne? Also ihre großen Matchpartner sind ganz einfach nicht mehr da. Ne, die haben erkannt, dass sie ein bisschen kopftechnisch seltsam drauf sind. Ne, um es mal so zu benennen. Ne, das haben ganz viele Leute gemerkt. Eben mehrere Leute, nur ich lehne viele ab. Oder? Voilà, weil früher haben die auf mich drauf, weißt du was, und jetzt wollen alle zurück, weißt du? Und jetzt gibt's kein Zurück mehr. Da will niemand zu ihnen zurück. Ne? Es ist wohl eher das Gegenteil. Okay. Aber wer war zu dir korrekt die ganze Zeit? Loyal. Korrekt. Sehr wenige. Was? Sehr wenige Menschen waren, die haben die Lügen geglaubt. Und ich habe Was für Lügen denn? Dich unterstützt. Nein, nicht Ja, das unterstützt. kannst du. Ich habe nicht unterstützt. Erstmal, ich wusste nicht, was ganz genau ist. Und dann, ich habe erfahren und so, du bist arme Mädchen und so, die machen dich sauer und so. Dann habe ich dir nichts gesagt und so, dann bin ich zu deiner Seite gestanden, dass die ganze Ein Top-Supporter. Und einmal hat ein Mann mir eine große Löwe geschickt und die haben ihm sofort geleakt. Sofort. Die hätten seinen Namen, alles und die schicken immer Post nach Hause, Drohungen, die wollen meinen Führerschein mit Das ist doch Quatsch, das sind die Behörden, die das wollen. Dings. Kennzeichen haben die mir geklaut. Na gut, das Kennzeichen hatte keine Lust mehr. Ne? Sagen wir es mal ehrlich. Einfach nur Scheiße gebaut in meinem Leben, weißt du? Nacktbilder erstellt, also Kopf genommen, das haben die nackt gemacht, alles und das haben die in Internet gestellt, also. Ja, aber das machen sie ja selbst auch nackt, ne?
zwar angezogen nackt, aber wenn man mal auf ihre Kanalseite geht, da biedern sie sich an, als wenn sie, ja, weiß ich nicht, irgendwo an der nächsten Straßenecke stehen. Es war nicht so leicht, ja. Brille, mach mal bitte so aus dem Respekt, oder? Zum Beispiel, bitte gegen die Idee der Wahl, gegen dich zum Beispiel, ne? Und ich bin, wollte keine mit dir live gehen heute, ich bin trotzdem mit dir live gegangen, oder? Ich war loyal zu dir, oder? Ja, Ich schon, bin immer schon, schon. deinem neuen Account gefolgt. Ich habe dich immer, egal wann, ich habe immer zu dir stand, oder? Ich habe sogar privat, wir haben privat gesprochen, ich habe dich privat unterstützt. Glaube ich. Ja, wir haben was. Genau, ne? Er ist der richtige Unterstützer hier. Gut, gehen wir mal ein Schrittchen weiter. Wenn ich sage, die machen sich lustig über meinen Spruch, nur Löwen und Unis, weißt du, und ich verarsche die und ich sage Leute, nur Löwen und Unis. Sie verarscht gar keinen, ne? Weil immer, wenn sie dieses komische Lachen aufsetzt hier, und dann ärgert sie sich. Wenn ich zum Beispiel Löwe sage, schickst du mir Löwe? Wenn du mir Löwe schickst, ich schicke dir zurück, ja. Wenn ich sage, ich schicke mir jetzt Löwe, schickst du mir Löwe? Ja. Ne? Und so geht das hier weiter Cinderella. und weiter. Die machen mit Brille, oder? Also, wie du willst. Nee, aber was wollte ich dir sagen? Ich bin sehr viel connected mit diesen gemobbten Menschen. Zum Beispiel diese Aline Bachmann, kennst du? Wie ist das? Das ist. Das ist eine Betrügerin, ne? Also die nutzt auch alle möglichen Leute, nutzt die aus. Sagt auch, dass sie irgendjemand irgendwelches Geld spenden möchte, ne, und kassiert das Geld dann selbst. Ne? Das ist also Aline Bachmann. Ist auch eine Frau im Internet und die mobben sie. Genau dieselbe Gruppe. Die sind meine Matchpartner eingegangen, die haben ihm Pizza bestellt und so weiter. Er hat das nicht verkraftet, er ist im Krankenhaus gelandet. Das sind geisteskranke. Nein, da ist gar keiner im Krankenhaus gelandet. Sie versucht hier gerade, das bei Jabbo so darzustellen, als wenn er einen Tag im Krankenhaus war, ne, weil er eine Pizza geliefert bekommen hat. Menschen in diese Drachen gehen. Weißt du Und die was? verbreiten nur Lügen. Alles, was du in YouTube über mich von A bis Z ist alles eine Lüge. Nein, weil das ist alles nachgewiesen, ne? Und zwar von Ihnen persönlich nachgewiesen. Das ist ja gerade das Schöne. Ne? Wenn Sie zum Beispiel genauso mit Ihrer komischen Mütze hier, ne? Die Ihre Mama aus Ägypten mitgebracht hat, das ist ein Fake. Ne? Das ist noch nicht mal original. Das ist tatsächlich ein Fake, was Ihre Mama nach Deutschland geschmuggelt hat. Und das heißt dann wiederum, ne? Markenbetrug. Markenbetrug, Straftat. Nur mal so zur Information. Ich will Die dir was sagen, sagen. dass ich Korane verbrenne, dass ich Spendebetrüge mache, dass ich Pädophile bin und weiß, was ich was alles für Scheiße ist. Dir was sagen, ne? Dass eigentlich, ich denke nicht, dass du solche Sachen machst und sowas. Wenn du so, ich bin selber Muslim, ich würde niemals mit dir live gehen und sowas. Ich denke, du bist nicht so ehrenloser Mensch. Oh doch, sie ist viel ehrenloser. Noch viel, viel ehrenloser. Aber gucken wir mal weiter. Oh, richtig gehatet hier auf TikTok. Richtig übertrieben. Warum? Oh, jemand hat mich hier bloßgestellt und ich würde Tag und Nacht, ich verstehe, das ist schlimm, ne? Tag und Nacht zu gehatet werden. Das war übertrieben schlimm. Ich wollte TikTok löschen und sonst. Ich habe keine Kraft mehr gehabt und so. Ja, Das wäre war wahrscheinlich besser gewesen. ich wollte. Cash zurück und Account zurück. Wenn jetzt Barello gerichtlich vorgeht, sind die, was Nein. das Löschen am Arsch. Nein. Nein, Frau Bronislava.
Sie haben einen Vertrag mit TikTok abgeschlossen und wenn Sie gelöscht werden, dann ist dieser Vertrag gekündigt. Punkt. Das ist aber TikTok sein Ding. Ne? Und Birello hat ja gegen sämtliche Verhaltenskodexe verstoßen und wird deshalb keinen TikTok-Kanal mehr bekommen. Ganz simpel und einfach. Ne? Die werden jeweils seine Kanäle löschen, weil dieser Mensch ganz einfach nur böse Aussagen trifft, sagen wir es mal so. Weil wenn er eine Gewerbe hat, dann können die Zeitungen. Das hat doch nichts mit Gewerbe zu tun, ja oder nein. Übrigens, Sie haben immer noch keinen Gewerbeschein, ne? Sie haben kein Gewerbe. Trauen sich nicht mal mehr. Soll einer trauen, ja, soll er mir hier kommen. Dieser Faust fliegt von ach und so. Okay, dann machen wir mal hier Schluss, ne? Ich nehme das hier heute Morgen um 4 Uhr auf. Und man merkt, so ganz so ausgeschlafen bin ich noch nicht. Okay, ne? Ich muss mal sehen, ob heute Nachmittag noch was kommt. Ansonsten sehen wir uns und hören wir uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, euer kleiner Streamkeks. Ciao, ciao.